Uiuiui. Ich wollte ihn halt gerne umlegen. Na, was du auch machen kannst, also man kann unter Wasser nicht mit den Pistolen schießen, du kannst zumindest ins Wasser reinschießen, das geht. Das kommt also, dann auch an, ja? Ja, ja. Okay. Das sollte eigentlich gehen. Gut. So. Tada. Alles halb so schlimm. Mario hängt da drüben ab. Jetzt kommt er zu mir, oder was? Ja. Ja, das ist halt, ne? So. Hoffentlich treffe ich den richtigen. Na, ist an der Wasseroberfläche abgeprallt. Glaube ich. Oh, und mein Charakter ist schon wieder nur am Rumstöhnen. Na egal, dann gibt es halt keinen Manta, aber ich habe ja den anderen Kram. Kann ich also noch ein bisschen was herstellen. Wir müssen uns dann wirklich mal auf die Suche nach Kristall machen. Aber Kristall kann durchaus sein, dass wir das gar nicht hier im Quadranten finden. Naja, dann müssen wir mal irgendwo einen Ausflug machen. Hey, Schlangenlieb. Komm her hier. Wolltest du mit der Pistole abschießen, ne? Badaboom! Level 1. Fühlst du dich jetzt stark? Ja. Das war eigentlich die Rache dafür, dass ich halt ständig draufgegangen bin auf dem offiziellen Server. Da weißt du, irgendwie 100.000 Mal gekillt worden mit den Schlangen. Das stimmt. Am Anfang. Oh, was kommt denn jetzt hier alles raus? Ich wollte aber eigentlich mal gucken, ob wir auf der anderen, bei der anderen Hütte da in den Kisten noch irgendwie Fiber haben. Wir brauchen Fiber, oder? Ja. Wölfchen, hallo. Wollen wir mal mit den Wölfen rüber? Oh, da kommt ein Löwe. Ja, ich seh's. Ich hab jetzt leider nur den Bogen hier. Oh, da kommen, wo also ist deine Panda, was? Ja, die ist gerade in der Tasche. Warum? Na, warte. Ja, warte, worauf denn? Auf mich. Wofür hab ich dich mit? so. Naja. Ja, wo, hallo. Kommt gleich. Was bist du für Bodyguard? Nee. Total versagt, ey. Bodyguard bin ich nicht. Das war nicht der Deal. Ja, ich muss erstmal wieder 10 Sekunden warten. Ja, hallo. Mann, oh, scheiße. Ich habe halt gebrochene Knochen. Ja, du bist tot. Ja, das sehe ich. Wofür hast du eine Pistole mit oder eine Plunderbuss? Ich habe doch gerade Mantas gejagt. Ja, du kannst doch mit der Plunderbuss. Granaten, weiß ich nicht. Wir haben Granaten. Nicht mal, wir haben unbedingt nicht mal einen Bogen. Doch, jemand am Bogen. Uiuiui. Wo bin ich denn jetzt gerade? Meine Güte. Du bist irgendwo im Floß gelandet. Naja. Macht nix. Du kannst ja mal spaßenshalber von dort aus. Ach, ich kann schon mal rübergucken, ja. Rüber Hauptsache, spawnen. Ich vergesse meine Leiche nicht. Da ist hallo, die Waffe nämlich drin. Du wirst sie nicht vergessen. Ey, das ist wieder. Weiß ich nicht. Was denn? Wofür habe ich dich denn? Nee, ich war nicht zum Beschützen da. Du wolltest mich beschützen, hast du gesagt. Nein. Habe ich nie. Ach du blöder Wolf, jetzt komm halt her, ey. Ist der Löwe tot? Der andere? Nee, ne? Nee, der ist noch im Wasser und hat meine Leiche aufgegessen. Dann bin ich ja gespannt, ob wir hier noch ein bisschen Fiber in der Hütte haben. Ja, sonst müssen wir was sammeln gehen. Ist ja alles nichts. Ist der Skorpion jetzt mit reingekommen? Nee. So. Oh, her mit dem Zeug. Wir haben hier noch 5000 Fiber. Die habe ich letztens noch gesammelt. Kannst du gleich mitbringen. Ja, kann ich sogar alles tragen. Und ansonsten Metall. Das brauchen wir jetzt ja nicht. Nö, nö, eigentlich geht es nur um Fiber. Hier noch mit einer Smithy. Ah, Honig haben wir hier auch noch. Oh, schade, der Löwe kommt. Ach, Pfeile. Ein Zug. Oh, die Schere. Die wichtige Schere. Hallo, und 10 Organic Paste und überhaupt. Ah. Und hier sind noch 160 Fischöl drin gewesen. Ja, ich habe letztens irgendwo Thunfisch gejagt, aber ich war mir nicht mehr sicher, wo das gelandet ist. Ich dachte, du hättest schon verbraucht. Nee, gut. Okay. Dann komme ich hier rüber. Treffe ich jetzt ernsthaft das Krokodil nicht mehr, oder was? Das ist ja blöde. Ich treffe den blöden Baum. Okay, das ist schon mal Geschichte. Hallo. Löwi? Mario hat Spaß. Ja, ich sehe nur gerade nicht. Das ist blöd. Also wenn du mal irgendeinen Löwen nicht siehst, ist ungünstig, ne? Hm. Oh, shit. Verkackt. Hast du den jetzt da schon? Nee, der an meiner Leiche war, den hast du nicht. Ne, der ist gerade hier im Haus irgendwo. Ach, das ist ich sehe nur gerade nicht. Das ist mein Problem der ganzen Sache. Hallo? Also, falls du ihn irgendwie sehen solltest, ne? Ja, 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 ja. Ich hole gerade mal erstmal mein Zeug. Und danach sehen wir weiter. Das ist erstmal eine Schildkröte. Ich hoffe, ich hoffe, Kampfmusik. Aber wo ist der denn? Ach, da unten.
Ich hab ihn. Sehr schön. Oh, jetzt erstmal wieder 18 Sekunden warten. Bis ich mich hier ausrüsten kann. Bam, tot. So Fischfleisch, geil. Hui, oh, ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir den Metallberg so bauen, dass wir auf jeden Fall schnell hochkommen. Ja. Foundation, ein paar Leitern oder sowas ran. Ja, sonst würde nämlich nichts. So, ist er jetzt putt? Ja, der ist kaputt. Gut. Kaputski. Dann komme ich mal hoch. Muss ja eh noch ein bisschen Fleisch durchbraten. Mhm. Fischfleisch habe ich auch noch gesammelt. Ja, ich habe halt auch eine ganze Menge. Jetzt, ich habe noch mal gerade ein bisschen Kohle geholt. Wir haben jetzt 6000 Kohle. 6000 Kohle, das ist geil. Mhm. Ach, was mir da gerade einfällt. Nochmal zurück zum Thema Eco-Mod. Einfach nur, um vielleicht eine Klarheit zu schaffen. Also auch, wenn man halt alle möglichen Pflanzen mit diesem Eco-Mod, oh Gott, ich kann heute nicht mehr reden, ihr Lieben, mit diesem Eco-Mod bauen kann, bedeutet das nicht, dass man die dann automatisch farmen kann. Das geht nicht. Das sind wirklich nur echte Deko-Pflanzen. Sehen echt aus, aber die kann man nicht abernten. Und die Mods gibt es natürlich nur auf inoffiziellen Servern. Genau, also es wird auch nicht jetzt passieren, dass der offizielle Server auf einmal diesen Mod bekommt. Und man selbst kann jetzt auch nicht einen Mod aktivieren und den dann auf dem offiziellen nutzen. Das funktioniert nicht. Nur auf dem eigenen privaten Server. Aber ja, ne? Also nur um da vielleicht irgendwelche Missverständnisse zu beseitigen. Man kann jetzt nicht das Zeugs hier wieder abfarmen und hat dann alles. Das wäre ja wirklich zu imbar. Ja, das wäre wirklich zu krass. Den lieben Zuschauern ist bestimmt schon aufgefallen, dass Anni eigentlich jedes Mal sagt, sie kann heute nicht mehr reden. Das stimmt allerdings. Ja, ich verquatsch mich halt immer gerne. Ich kann das halt auch nicht ändern. So, wir haben echt so ein bisschen Metallmangel. Dadurch, dass wir jetzt natürlich so viele Sachen brauchen für diese blöden Steinstrukturen. Mhm. Ist ein bisschen, weiß nicht. Ach Quatsch. Also Priorität Nummer 1 ist auf jeden Fall den Eisenberg oder Metallberg so zu verstehen, dass man schnell hochkommt, ohne dass man jedes Mal einen Kletterhaken braucht. Es geht gar nicht anders. Das wäre zumindest sehr schön. Absoluten Eisenmangel. Ich dachte vorher, das wäre in Ordnung von dem Zeug, was wir haben. Aber wie gesagt, 10 Bauteile, 150 Metall weg. Hui. So, ich pack das Fiber in die Schiffskiste, ne? Mhm. Die Wände kosten auch 15 Metall. Alter, ist das teuer. Wir haben zu wenig Platz, um Sachen durchzubraten. Ganz ehrlich, wir brauchen mal diese Behälter. Was für Behälter? Fürs Futter. Fürs Essen. Ach so, ja. Ja. Da fehlt uns halt Salz für, ne? Ja, das stimmt. Gab's denn eigentlich hier so eine andere Möglichkeit, da sind Salz ranzukommen? Ich glaube nicht, ne? Na, wie gesagt, buddeln halt. Aber das ja, war ja das purer Zufall da beim letzten Mal. Das ist ja jetzt keine wirkliche Alternative, weil es dauert einfach viel zu lange und man bekommt da halt auch nicht viel raus, ne? Das stimmt. Ja, so. Ich habe sie zumindest schon mal gelernt und auch hier für Landwirtschaft. Jetzt habe ich gar keine Punkte mehr, Mensch. Jetzt habe ich doch schon alles versemmelt. Packt man die Schatzkarten hier vorne mit in den Bauteileschrank. Ja, ich kann gleich mal gucken. Ich kann hier nicht bauen. Naja. Bauteileschrank, der hier auf halber Höhe. Mhm. Ja, aber cool. Brauchen wir trotzdem noch ein bisschen Verteidigung dann, ne? Wenn wir dann wirklich anfangen wollen, ja, Schatzkarten zu heben. Ja, dann müssen wir halt Granaten mitnehmen oder so, weil das Problem ist, wenn man dann Schatzkarten öffnet, also erheben möchte, dann spawnen halt auch Gegner. Garstige Gegner. Mhm. Die Untoten-Armee kommt dann. Brauch ein paar Bären. Ja, ist schon so viel entspannter, wenn man einfach von Weitem einfach so einen Wolf abknallen kann. Ja. Ist natürlich schade für die Wölfe, ja, ne? Gut, die haben gar halt keine Pech, Chance, ne? Aber ist halt so. Fressen und gefressen werden die Leute. So. Oh. Sag mal, Freya, warum stehst du so weit weg? Na, weil die vorne rumgerannt sind. So. Muss mal was aus dem Trog naschen. Mhm. Ist okay, ja kein Zustand. Schon wieder Organic Paint. Alter, das ist so teuer, das Zeug. So. So, ich würde sagen, dann schließe ich mal den Metallberg. Darf ich dir helfen? Ja, natürlich. Mache ich gleich. So, ich habe ja noch meine Metal Pick. Nimmst du dafür jetzt dann wieder so einen Kletterhaken mit? Ja, würde ich tun. Allerdings ist natürlich die Priorität, dass wir irgendwie halt einen Weg hochfinden. Ich kann ja auch. Soll ich Ressourcen tragen? Ja, nicht. Also, ja. Oder wollen wir das hier mal schon mal herstellen?
Wer wird es denn herstellen? Na, Treppen und so. Du hast ja gesagt, wir wollen da eigentlich einen Weg mit Treppen hochbauen. Dann mach ich doch gar nicht. Ne? Achso, du baust sie schon. Ja, dann würde ich dir einfach tragen helfen. Aber ich nehme mir trotzdem so ein Teil mit, wenn du nicht mehr vor der Smizzy stehst. Oder ich krieche einfach durch. Ja, Mario macht sie immer so breit. Hallo, ich bin breit. Ja, das stimmt. So, Zipline-Anker nicht. So, wo sind die denn gelandet? Hier ist einer drin. Ach, ich habe auch schon einen in der Tasche. Dann brauche ich ja gar keinen anderen. Oh, den muss ich aber reparieren. Der hat schon bessere Zeiten gesehen. Okay, so, wir haben alles am Start. Öl haben wir jetzt auch einigermaßen. Ja, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall dringend... Achso, du kannst Leitern herstellen, wenn du möchtest. Leitern? Ja, wir... Naja. Also nicht nur Treppen, sondern wir nehmen dann auch einfach so für die kleineren Stücke, nehmen wir dann, ja, Leitern, würde ich sagen. Okay, mache ich. Hallo, jemand da? Aktuell sehe ich niemanden, dann gehe ich mal los. Da rennt ein Strauß rum. Oh, ein Strauß. Aber da haben wir ja noch nicht rausgefunden, wie wir die zähmen können, ne? Nee, also ich habe es schon lange nicht probiert. Das letzte Mal ist tatsächlich schon ein paar Wochen her. Von daher müsste ich vielleicht einfach nochmal mein Glück versuchen. Und dann, vielleicht können wir den ja jetzt zähmen. Ich habe auf jeden Fall bis Tier 3 alles freigeschaltet. Ja. Reichen 10 Leitern? Ja. Könnte eng werden, ich kann noch 20 bauen. Ja, machen wir 20. 20 ist gut. Ja. Das war nämlich ja nicht jedes Mal mit einem blöden Haken hoch müssen, ey. Kann ich das denn eigentlich herstellen? Immer? Oh mein Gott, oh mein Gott. Mario hat Spaß. Nee, ist irgendwie so eine blöde Palme, die mir so ein bisschen die Sicht versperrt. Aus dem Weg, Palme. Wir haben schon eine Lumen irgendwo, oder? Ja, im neuen Turm unten. Okay. Oder warte mal, stelle ich das hier? Nee. Weil ich überlege gerade ernsthaft, wo ich diese Kühlsäcke herstelle. Ich glaube an der Lumen, oder? Ja. Jetzt habe ich meinen Chat hier an. Verdammt. Da geht er gleich wieder weg. So, Versuch Nummer 2. Mal gucken, ob es jetzt hinhaut. Oder dann. Au! Schmerzen? Boah. Also beim letzten Mal ging das besser. So, Ladder. Okay, jetzt bin ich oben. Sehr schön. Mal gucken, ob das hinhaut. Ich weiß halt nicht, wie weit wir dann runter müssen. Das werden wir sehen. Ach, schön. Der Fisch brät gut durch. Klasse Sache. Ein bisschen mehr mitnehmen. Oh, ich pack mal das Fischöl raus. Nicht, dass hier was schief geht. Ich pack's einfach in die Smithy, weil die Ressourcenkiste ja, glaube ich, voll ist. Okay, weg damit. Das kann auch da rein. Freu mich. Und hier müssen wir theoretisch gut Leitern runterbauen können. Hoffe ich zumindest. Oh. Da. Hui, okay, es wird auf jeden Fall ein spannender Weg hier hoch. Ich pack erstmal den Fisch mit in den Futtertrog. Innen steht jetzt irgendwie eine Palme im Weg. So, dann komm ich mal rum. Hast du noch Dings hier, Dachteile? Nee, kann ich aber noch holen. Kann ich herstellen und holen? Ja. Oder waren die schon fertig gebaut? Ich glaube, ich hatte noch welche fertig gemacht. Ich guck. Alter, diese Palme ist ein bisschen im Weg hier. Geh weg, Palme. Ach man, ich laufe immer eins zu weit.
Ich freue mich schon, wenn das Ganze hier so ein bisschen sinnvoller aufgeteilt ist, ganz ehrlich. Mhm. Hier sind nur noch zwei so eine Roof-Teile, so eine Schräge. Ja, da kannst du gerne noch welche herstellen. Okay. Ich muss mal kurz die Palme entsorgen, das geht so nicht. Entsorg mal die Palme. Ich muss erstmal kurz das Bauzeugs lernen. Mhm. Ach shit, ich habe ja gar keine Punkte mehr. Haha. Soll ich mir alles versemmeln? Sag mal, ja. Ich extra schon Punkte gegeben. Ne? Ich glaube, das habe ich noch nicht gelernt. Oder ich finde es gerade nicht. Nee, ich glaube, ich kann das nicht. Weil ich die Basics vom Bauen nicht gelernt habe. Schnarch. Oder habe ich die doch irgendwo? Na, ich kann keine Steinteile bauen. Ich kann nur Holz bauen. Hm. Es sei denn... Nee, warte mal. Hier ist doch auch Stone. Nee, kann ich nicht. Ne, gib aber mal Roof ein bei Search unten. Ja, kommt bestimmt nicht. Nee. Habe ich nicht gelernt. Unter welchem Skill-Dings ist das denn? Ganz unten im zweiten erst Reiter. Im zweiten. Ganz unten. Mm-mm. Esoteric of Building. Da fehlen mir noch 7 Punkte. Ja, mit dem nächsten Level ab. Das ist ja nicht mehr so lange hin. Soll ich dir trotzdem diese beiden anderen Roof-Teile mitbringen? Ja. Diese Schrägdächer da? Okay. Gut, dann komme ich mal rum. Das sieht natürlich jetzt nicht hübsch aus, aber es muss irgendwie hier nach oben gehen. Das nützt alles nichts, denn wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall dringendst das Metall. Mhm. Nachdem wir festgestellt haben, dass sie so teuer sind, die Sachen. Ich renne. So, das Problem ist, wir sind noch nicht wirklich überhaupt irgendwo oben. Das wird jetzt wieder so ein Spaß. Mal gucken, ob ich überhaupt den Weg nach oben schaffe. Ah, du hast ja schon eine Leiter gebaut. Quatsch, hier so Treppen gebaut jetzt, oder? Na, noch nicht von ganz unten. Du musst schon erst hier hochkommen, weil wir nämlich die Leiter dann hoch, beziehungsweise unten zotteln. Das wird ein Spaß. Was, Anni? Hallo. Wo auch immer du bist. Ich sehe dich hier nicht. Direkt oben. Ach, da. Mensch, hallo. Da kannst du auch links daneben, beziehungsweise von dir aus gesehen rechts daneben, kannst du hochwerfen. Weißt du, woran mich das erinnert? An Cone Exiles. Irgendwie schon. Irgendwie schon. Das Bauen an den Wänden hier, an den Steinwänden. Da musst du näher ran, glaube ich, noch. Ja, und dann, ja, genau. Ich krieg das hin. Wow! Bam! Hast du das gesehen? Das ist zu tief, kann ich jetzt schon sagen. Warte. Ich bin hier ausgerüstet. Das wird bestimmt wieder nichts. Ich muss kurz warten. Das sieht immer witzig aus, wenn du von oben runter guckst. Guck mal, wer da ist. Hallo, ja genau, guck mal, wer da ist. Erinnert sich noch wer? Hey, guck mal. Nein, nicht schon wieder. Genau so. Au, da kam der Schmerz aber spät. Ja, aber wie gesagt, du musst noch ein Stück höher werfen. Ach Gott. Ja, noch ein Stück... Ja, genau. So. Ja, schon. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe schon mal den Finger auf der 6 hier. Warte mal kurz. Ja. Ach, guck mal. Ich bin doch da. Okay. Da, tada. Und nur zwei Versuche. Jetzt kannst du gucken, dass du irgendwie die Leiter hier runterkriegst. Ah ja, das mache ich. Oh, ich darf mitbauen. Beziehungsweise ich mache es einfach. Ach so, die Teile? Die Dachdinger, ja. Und bitte nicht nach unten werfen. Ja. Drück die Daumen. Bitte schön. Okay. Na dann. Die Himmelsleiter jetzt hier. Jetzt haben wir natürlich nichts mehr hier. Was ist denn da los, ey? Was für eine Armut. Ja, ich kann ja leider nichts. Ist aber wirklich so cool in Style, ey. Total. Das erinnert mich richtig dran. So, fertig. Sehr krass, schön. Wie schnell. Ja, Profi. Also ich würde sagen, ich bin ja wohl die Produktivste halt hier. Was? Also mal, ey. Was denn? Ja, aber du hast ja nicht mal Steinstrukturen gelernt. Also von Produktiv kann ich hier reden. Ja, schade. Ich kann ein bisschen was killen gehen. Ich glaube, wir brauchen eh Zeug. Komm, lass mal zurückgehen. Das Problem ist, ich kann jetzt ja nicht weiterbauen. Wir haben keine Ceilings, wir haben nichts. Weißt du, was ich hätte schon bauen sollen? Was denn? Den Wingsuit hier. Ja. Dann hätte ich mal schön von da oben runter segeln können. Aber braucht der nicht auch irgendwie so Öl oder so ein Krempel? Wobei, Öl haben wir jetzt. Wir haben jetzt Öl. Müssen wir mal gucken. Das Schlimme ist, ich glaube, wir haben extra. Also, wir müssen extra noch viel weiter oben bauen.
weil irgendwie so gefühlt. Das ist noch nicht so wirklich. Haben wir noch nicht mal die Hälfte geschafft. Nee, dann müssen wir weiter nach oben. Warum? Hä? Schon wieder? Was ist denn das? Die Nacht wurde wieder übersprungen, oder? Nee. Nee, es ist 11.18 Uhr. Aber ja, es war doch gerade Abend. Ich habe nicht geguckt, wie spät es war. Also es gibt anscheinend bei uns auf dem Server irgendwie ein Problem mit den Uhrzeiten und Tageszeiten. Das war jetzt gerade... Oh, du gehst nochmal... gehen wir nochmal zurück zur Leiter. Vielleicht ändert sich ja da nochmal alles. Nee, ich glaube nicht. Das ist echt komisch hier. Verstehe ich auch nicht, keine Ahnung. Hm. Und es regnet vor allen Dingen auch, ne? Genau, das ist doch schön. Da liegt eine betäubte Krähe. Wie geil! Oh Mann! Hat schon einen Grund, warum die da liegt. Ja? Kommt schon gleich eine Schlange. Macht nix. Oh Mann, hier ist alles voll. So, wie weit sind wir denn eigentlich hochgekommen da oben? Kurz gucken. Naja. Geht so. Es sieht nur noch nicht hübsch aus, aber das macht erstmal nichts. Es soll praktisch sein, ne? Und hübsch können wir dann später bauen. Ne? Wir brauchen am Anfang erstmal überhaupt die Rohstoffe. Weil ohne Metall ist ungünstig. Und da können wir schon von Glück reden, dass wir in der Nähe einen Metallspot haben. Ne? Das stimmt. Ich muss jetzt hier ganz vorsichtig. Und dass es ein kleiner Berg ist. Weil wir zum Beispiel auf dem hier oben, wenn hier oben drauf Metall wäre, wäre es doch Kristall oben. Ich habe keine Ahnung. Da brauchen wir 100 Jahre, bis wir da oben sind auf jeden Fall. Wo ist dieses Tier? Mann, ich sehe es nicht, hä? Ich bin direkt unter dir. Da! Nimm mal mit. Ich nehme mal mit. Organic Paste, ja. Könnten wir die irgendwo einbauen? Die Krähe? Ja, weil die kann man auch zähmen. Die braucht man aber, also da braucht man auch eine Killbox. Und wenn du jetzt da quasi einfach mal die Seiten zubaust und... Dann sollte das doch passen. Einfach mal die Seiten zu bauen. Müssen uns allerdings beeilen, weil die ist nicht mehr lange. Ja, aber du weißt, dass wir nicht viel Zeug haben, ne? Für einfach mal zu bauen. Holz? Ja, Holz macht die wahrscheinlich kaputt. Weiß nicht. Boah, ist das ein großes Tier? Was bauen denn hier? Das Problem ist, wenn ich jetzt Holz nehme, dann ist natürlich alles weg. Ja. Ich könnte natürlich einfach Holztüren bauen. Ja, mach mal. Wenn die passen. Ich boxe sie mal noch nicht. Kurz. Wenn ich es hinkriege. Hallo. Du hast jetzt schon Wood. Ich treffe sie nicht, doch jetzt. Wow. Oh fuck, die ist ja gleich tot. Aber ich weiß auch gar nicht, was brauche ich denn, um die zu... Kann ja, die gar wahrscheinlich nicht. Fleisch oder so. Naja, aber da steht auch gar nichts bei, da steht nur Drag Body. Ja, wahrscheinlich, weil du sie nicht betäubt hast. Ach, ich muss die bolern. Die muss ja auch gebolert werden. Oh oh, knappe Kiste. Also ich habe sie gebolert. Aber da steht... Ja, da stand gerade irgendwas weiter oben. Nee, nur Remove Bola. Aber die kann man auf jeden Fall zähmen, oder? Ja, kann man auch. Feed Bilberries. Habe ich. Oh, 5,5%. Kannst du mir Bolas mitbringen? Ich bringe jetzt erstmal Türen vorbei. Ja, okay. Spontan mal hier so eine... Aua, so eine Krähe zähmen, aber die macht nicht... Also die macht schon Schaden, aber nicht so wie alle anderen garstigen Tiere. Fehlen die Wände. Was ist denn da los? Ja, keine Ahnung. Ich muss hier noch Wände holen, ey. Das, also, die Vorbereitung wieder ohne Ende. Ja, das war halt wirklich sehr spontan. Ja, aber... Das dauert leider ein bisschen. Die Krähe. Also, ja, und? Kann man die auf die Schulter setzen? Ja. Aber wir wollten Papageien haben eigentlich, ne? Mann, da sind wir halt noch nicht. Mann, die malen wir an. Das ist eine angemalte Krähe. Wir haben kein Metall mehr. Ich kann nicht mal irgendwas bauen hier. Was ist das für ein Scheiß? Einfach Holz. Ja, Holz auch kacke. Also, Speedy Gonzales? Ja, bleib doch mal ruhig. Naja. So, Wand 3. Da haben wir echt kein Metall mehr. Was ist denn das für ein Elend? Sag mal, wir hatten... Da drüben waren halt noch 100 Metall, aber die konnte ich jetzt nicht mitschleppen. Ja, 100 Metall ist ja nix. Ja. So, alles raus. Das raus. Haben wir hier noch Wände? Also noch, da sind noch 23 naja, Wände. Dann aber, reicht das, ja. Aber 23 Wände reichen halt nicht hin und vorne. Ich bringe erstmal Holzwände vorbei ja, für die Krähe. Gut. Ja. So. Okay. Ein Fenster wäre eigentlich geil. Was? Fenster? Damit ich die halt auch gleich wieder anschießen kann. Ich kann ja jetzt mit der hier nicht im Raum. Wunderbar. So, ja, jetzt kommt natürlich der Spaß, ja. Gebissen. Und das ist noch eine Alpha-Krähe, sehr schön. Echt? Was? Wo?
Da drüben rechts. Achso, ein Dach ist drauf, ne? Ja. Ja, die Alpha-Krähe kann da bleiben. Ich muss halt gucken, dass ich das Vieh hier auch treffe. Mal gucken. Ich würde fast vermuten, muss rein. Oh nein, Mann! Naja, ist halt scheiße, ne? Die kann halt nix ab. Naja, ich gehe wieder nach oben. Schön, dass wir das ganze Material versammelt haben. Was du kannst es noch aufheben. Soll ich eine aufheben? Ach, lass drinne da. Es schadet doch nicht, wenn da jetzt noch eine Wand drin ist. Na, das war ein Versuch gerade, ne? Das war einfach ein harter Versuch. Also ich gehe Metall holen. Mhm. Aber da muss ich erstmal kurz... Nimm den Kletterhaken mit. Ja, ich hab. Ich hab nix, ey. Das ist ja echt... Ist gerade ein bisschen schwierig. Mhm. Ey, krass, wie kann man denn dann die Krähe? Die muss man ja boxen dann. Was anderes kann man ja gar nicht machen. Ja, oder eine High-Level-Krähe. Ich weiß nicht, ob die dann mehr Lebenspunkte haben. Also gut, ich meine, die hat ja schon volle Lebenspunkte, ne? Ja, die war wieder voll geheilt. Ist ja immer das Problem. Aber es war ein erster Versuch. Es wäre ja auch zu einfach gewesen, hätte das jetzt auf Anhieb funktioniert. Das kennt man ja auch nicht. Deswegen nehmen die ja neuerdings immer noch Sachen, die etwas größer sind, so Elefanten und so Kram. Die funktionieren wenigstens auch nicht, aber... Doch, ne, also die kriechen. Die Fehlertoleranz ist ja etwas höher. Also einen Elefanten hätte ich auch gezähmt, wäre jetzt heute einer vor der Bude rumgerannt. Ist aber keiner rumgerannt. Von daher... Weißt du, was ich übrigens gut finden würde? Wenn wir drüben bei der komischen... Da ist ja dieser Kohlefelsen, ne? Also diese riesen, ja. Dieses Plateau. Ja. Wenn wir von dort aus einen Turm bauen, wo wir dann einfach hier rüber... können. Das sieht nicht gut aus. Nee. Das war nicht so... Legit, du kannst auch ein Stück höher gehen. Warte mal. Hä? Wie wirfst du denn? Sag mal, ey, wie ein Anfänger. Moment. Der ist halt blöd hier. Jetzt brauchen wir einen Foundation Support. Ach, leck mich doch. Ich weiß halt gerade nicht, wo ich jetzt hinwerfen soll hier. Das ist halt richtig blöd. Warte mal. Also normalerweise sollte es von hier unten ausgehen. Weißt du, mit über 70 ist es auch einfach nicht mehr so leicht. Na, guck mal. Geht doch. Weiß gar nicht, was du hast. So, müssen nur von hier aus weiter. Das ist nicht wahr hier. Oh Gott. Manu! Also ich bin mit 70 noch ohne Probleme hochgekommen hier, Freunde. Jetzt. Easy. Easy ja, und going. Und wie gesagt, so ein Turm von da drüben, ne, also der muss ja ganz, obwohl der müsste schon ganz schön hoch sein, weil man kann ja nur von oben nach unten rutschen und nicht anders. Ja, und dann einfach, ne? Na, ich bin da mit einem Climbing Hook. Ja, ja, ich hab eine Idee. Bin ich halt weitergeklettert. Ja, ja. Ich hab hier schon eine Stelle. Das klappt schon. Irgendwann klappt das. Hoch hinaus. Also ich bin oben. Schön. Ja, gleich. Ich bin auch gleich da. Nein, nein. Mein Grappling Hook ist kaputt. Ja, also doch nicht oben. Hm. Aber gleich. Ich weiß, hier kann man irgendwo klettern. Das habe ich beim letzten Mal schon gemacht. So. Hier ist schon überladen. Was ist denn da los? Oh. Kam auf viel Metall raus. Ich freue mich ja nur wieder hier mit der Zipline runterzufahren. So, guck mal, ich bin auch da. Guck mal, ich habe schon Metall für dich hier. Dankeschön. Muss nie mal farmen. Bisschen kann ich noch. Ne, mach mal. Also ich kann 380 tragen. Nimm nicht so viel mit, also muss er ja wegkauen. Ne, ich habe ja nur einmal raufgehauen. Aber ich glaube, das reicht jetzt schon fast. Na, ja, noch geht's? Darfst du noch. Jetzt mal gucken, wie viel du hast. Jetzt reicht's. Ja, encumbered. 556 von 650. Ne, du musst gucken. 243 hast du jetzt, dann wirf mal ein paar weg. So. Dass du merkst, wie viel Metall du tragen kannst. Ja. Ich kann 390 tragen. Warte. Mal gucken, ob das schon reicht. Also ja. Springen kann ich. Also 235. Wie viel kannst du? Was habe ich gesagt?
388, 390. Na gut, 235. Aber es liegt auch nur daran, dass ich jetzt ja auch noch ein bisschen anderen Kram hier in der Tasche habe. Du hast einfach nicht viel geskillt. Auch das. Juhu. Das sieht immer nur witzig aus, wenn er runterrutscht. Ja. Mit diesen komischen Armen. Voll witzig. Ja, voll geil. Ah, da ist schon wieder eine Krähe. Ja, guck mal, wie weit wir noch nach oben müssen mit der Leiter, ey, da. Weit. Also das ist, oh Gott, das ist eigentlich total armselig da, dieser ja, kleine Weg. Wir bauen dann halt, wie gesagt, wir bauen hier einfach einen Turm. Ja. Ich glaube, das ist 100 mal schneller. Wenn wir einen Turm da oben bauen. Und dann halt einen Weg rüber, oder was? Ich habe da mal was vorbereitet, ich habe da mal so eine Ceiling mitgebracht, oder wie? War so eine Foundation. Und dann, also hier, Turm hoch. Wir haben 23 Wände, das geht ja locker. Und auf. An denen halt einfach jetzt ganz frech, also Wände alle übereinander, dann Leitern ran oder ja, was? Und dann einfach rüber. Oben noch eine Ceiling drauf? Zipline. Okay. Und die müsste ja dann auch in beide Richtungen funktionieren, oder? Nee. Das geht. Aber wir könnten zwei spannen. Ja, das geht. Nebeneinander. Aber wir können ja theoretisch eine von oben machen und eine von unten. Ja, das können wir auch machen. Was machen wir? Wir machen den Turm da vorne, ne? Und dann spannen wir von oben vom Metallberg zum Turm rüber eine. Das heißt, wir können zum Turm zurückrutschen und vom Turm aus in Richtung Base. Okay. Voll die riesen Zipline-Party. Voll geil, das ist wie so ein Kletterpark. Tja, du der Kletterpark. Keine guten Erinnerungen, würde ich sagen. Bobby K. am Kopf. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Der ein oder andere kennt die Geschichte vielleicht. Ist schon ein paar Tage her. So, was will ich holen? Ach so, ja. Ach so, ich bin auch schon wieder zu hoch gelaufen. Ja, dann müssen wir ein bisschen Metallfarmen gehen, würde ich sagen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Aber das Ganze abseits der Aufnahme. Wir werden jetzt mal kurz hier ein bisschen was farmen gehen. Geht ja schnell, habt ihr ja gesehen. Ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Nehmen wir, glaube ich, mal das Projekt Turm in Angriff. Mhm. Und bauen uns hier so eine sinnvolle Kletterpark-Versorgung. Ja, wir müssen also, eigentlich hat man ein bisschen andere Pläne, aber dadurch, dass es jetzt so teuer ist, das ganze Steinstrukturzeug, ja, ist halt, wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir den Metallnachschub organisiert bekommen, sonst wird das nichts hier, weil, naja, man möchte natürlich auch bauen, man soll ja auch irgendwie vernünftig vorangehen und nicht irgendwie die ganze Zeit daran scheitern, dass wir kein Metall haben. Eben, deswegen. Oder Organic Pace oder wie auch immer, keine Ahnung. Sonst kommen wir hier nicht voran. Juppie. Also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.